wenn in der hohen Schwangerschaftswoche das Kind sozusagen, wenn es noch einen Abbruch gibt, dann muss das Kind aber vorher, also es wird dann tot geboren. Vor der 20. werden die Kinder noch tot geboren. Nach der 20. Woche müsste man die Kinder vorher mit einer Elektrolytlösung in Nabelschnur töten. Mir war bis vor kurzem nicht klar, dass eine Schwangerschaft in Deutschland auch bis kurz vor der Geburt, also bis zum 9. Monat, noch abgebrochen werden kann. Das geht jetzt nicht einfach so, wenn man das Kind dann doch nicht haben möchte, sondern das geht dann, wenn eine Voraussetzung erfüllt ist. Und zwar, wenn das körperliche oder seelische Wohl der Frau durch die Geburt gefährdet ist. Das ist dann der Fall, wenn zum Beispiel bei der Schwangerschaft, bei einer Untersuchung festgestellt wird, dass das Kind eine Behinderung haben könnte. Und mittlerweile ist die Technik und auch die Medizin so weit, dass wir das immer früher feststellen können. Das heißt aber auch, dass Paare und Mütter viel, viel früher vor die Entscheidung gestellt werden, will ich eigentlich wissen, ob mein Kind eine Behinderung hat und wenn ja, wie gehe ich damit um? Ich bin gerade bei Lilly angekommen. Lilly ist schwanger und hat sich für eine Pränataluntersuchung entschieden. Das ist eine Untersuchung, bei der festgestellt wird, ob das Kind gesund ist oder vielleicht eine Behinderung haben könnte. Den Termin hat sie heute und da begleiten wir sie gleich ins Krankenhaus. Herein, das ist so hoch. Ja, ich weiß, es ist immer eine Statur hier hochzukommen. Oh. Erzähl, wie es dir geht. Ja, mir geht es soweit ganz gut. Ja. Jetzt ist es so langsam, fühlt sich schwanger an. Auch. Ja. Seit man es sieht. Ja. Und heute dann ein besonderer Tag oder wie ist das für dich? Ja, genau. Heute ist ja das Ersttrimester-Screening dran, wo wir uns auch dazu entschieden haben, eine Nackenfaltenmessung machen zu lassen und ja. Was waren so eure Gründe, das zu machen? Ist aus so einem Impuls entstanden. Mein Arzt hat mich gefragt, würden Sie auch ein behindertes Kind haben wollen, kriegen wollen? Und mein erster Impuls war da offen gestanden, nein. Also Schreck, Angst, nein. Und dann hat er geraten, es zumindest checken zu lassen. Bist du nervös vor heute oder was geht so in dir vor? Ja, also nervös ist ja immer so ein bisschen negativ behaftetes Wort. Ich bin aufgeregt. Ich freue mich natürlich riesig, das Baby zu sehen. Ich habe so viel gelesen und mir angeguckt in den letzten Monaten und überall. Bei der Nackenfaltenmessung reden alle immer hauptsächlich über Trisomie 21, also über das Down-Syndrom, ja. Genau. Und da werden ja aber noch ganz andere Behinderungen abgecheckt. Trisomie 13, Trisomie 18, das sind Behinderungen, wo das Baby schon meist im Mutterleib stirbt oder das erste Jahr nicht überlebt. Und das waren für uns irgendwie viel schlimmere Vorstellungen, dass wir ein Kind kriegen könnten, was niemals richtig leben kann, was nur Schmerzen hat, sobald es auf die Welt kommt und ja, dem Tod dann schon so nah geweiht ist. Das konnten wir uns nicht vorstellen. Je mehr man darüber nachdenkt, je tiefer die Gedanken gehen, desto schwieriger ist es, eine Entscheidung zu treffen. Wir müssen in so eine Viertelstunde los. Da treffen wir deinen Mann. Mhm. Der wartet auf uns ja. Im Krankenhaus. Es ist auch relativ nah hier, oder? Du ja. Kannst ruhig noch ein bisschen essen. Minuten. Wir fahren dir jetzt einfach nach. Ja, ich muss mal gucken. Ich weiß nicht genau, wie man auf das Gelände... Ich auch nicht. Wir finden das. Wir haben auch noch ein bisschen... Wir haben Puffer. Hallo. Hallo. Hi, grüß dich, Claire. Alles gut? Hi, grüß dich. Wo müssen wir hin? Hier aufs Gelände draufzufahren. Hallo, Claire Devlin. Freut mich. Geh mal durch. Tag. Wird's eng hier. Nehmen Sie gerne Platz. Sie kommen von Ihrem Niedergelassenen geschickt zu mir. Was hat er Ihnen denn erzählt im Vorfeld? Er schickt mich für eine Nackenfaltenmessung hierher. Und so viel weiß ich noch gar nicht darüber. Also ich weiß, dass wir damit Chromosomenanomalien feststellen könnten, ja. Gewisse. Und dass es eine Wahrscheinlichkeitswert ist. Das weiß ich auch. Aber sonst bin ich unwissend. Schön. Da muss ich ein bisschen was zu erzählen, weil das ist ja eine Diagnostik in der frühen Schwangerschaftswoche, üblicherweise zwischen der 12. und 14. Und man schafft durch das mütterliche Alter, Ultraschallauffälligkeiten und Hormonwerten aus mütterlichem Blut für Sie eine individuelle Risikokalkulation zu berechnen. Das dann richtig zusammengefasst, dass man durch so eine Nackenfaltenmessung zu einer bestimmten Prozentzahl eben feststellen kann, ob ein Kind eine Behinderung haben könnte oder nicht. Genau. Mhm. Okay. Eine statistische Zahl, wie zum Beispiel 1 zu 20 kommt raus, dann haben von 20 Kindern hätte einer das Down-Syndrom und dann
überlegt sich der Patient, die Patientin, ist das ein hohes Risiko, empfinde ich das als hoch, will ich weitere Diagnostik, ja, die halt auch zu einer Fehlgeburt führen könnte, oder sage ich, okay, das beruhigt mich jetzt, ich möchte nichts weiteres. Oh. Schauen wir erstmal aufs Herzchen, da schlägt es, da zappelt schon. Entschuldigung. So, hier haben wir den Kopf, von oben einmal reingeschaut, sieht man schon die beiden Gehirnhälften. So, jetzt messe ich das aus. Von einer Seite des Kopfes, von einer Schläfenseite auf die andere, haben wir schon 24 mm. Wie sich das bei Ihrem Kind darstellt, sieht das alles sehr gut aus. Oberschenkelknochen, der sieht auch gut aus. Oberschenkelknochenlänge wäre zum Beispiel auch ein Marker, weil man festgestellt hat, die Down-Kinder haben relativ kurzen Oberarm- und Oberschenkelknochen. Ne? Ja, Füße stehen gut, Klumpfüße könnte man jetzt auch sehen. So, jetzt messen wir mal den Fuß aus hier. Wie geht's dir, Lilly? Die Tränen hören gar nicht auf zu laufen. Man freut sich immer, so zu sehen. Und natürlich ist es auch schön zu hören, dass bisher alles okay ist. Ne? Aber nur zur Erläuterung, wo man da eigentlich misst. Es ist Lymphwasser im Nackenbereich. Und je breiter ich diese Nackentransparenz habe, desto höher ist mein Risiko für eine Chromosomstörung, weil die chromosomal kranken Kinder häufig eine Lymphabflussstörung haben und es dann hinten im Nacken sich ansammelt. Ich komme mal in einen relativ unromantischen Fragebereich. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen. Habt ihr euch im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, wenn das Ergebnis ein anderes, oder man weiß es jetzt noch nicht zu 100%, aber so wie es gerade ist, sieht ja alles sehr gut aus. Habt ihr euch im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, wenn das nicht so ist? Der Gedanke, die Schwangerschaft abzubrechen, wäre für uns natürlich beide sehr, sehr unschön. Aber wenn es jetzt beispielsweise Trisomie 13 oder Trisomie 18 gehabt hätte, das wäre, glaube ich, was, wo ich nicht drauf gewartet hätte, vielleicht, sondern ihm den Schmerz erspart hätte. Eine Trisomie 13, die sterben meistens innerhalb des ersten Lebensjahres. Trisomie 18 kommt es darauf an, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Die Mädchen können das schon mal überleben, dass sie auch das 18. Lebensjahr erreichen. Trisomie 21 ist da ja so ein bisschen anders. Die können in Wohngruppen leben und leben ja auch gut damit. Ne? Das ist ja trotzdem generell auch ein sehr emotionalisiertes Thema einfach in der Gesellschaft, wo ja auch sehr, sehr schnell, sehr einfach gewertet wird. Gerade wenn man als Frau, als Paar in gewisser Form ja dann auch über Leben und Tod entscheiden kann. Können Sie das von Ihrem Beruf trennen? Also können Sie sagen, irgendwie, ich nehme mal all das Moralische raus und das einfach nur als Arbeit verstehen? Nein, das geht nicht. Gerade mit diesen Abbrüchen. Na, man ist ja als Arzt nicht verpflichtet, einen Abbruch zu machen. Und ich kann als Arzt quasi sagen, nee, stehe ich nicht hinter, mache ich nicht. Ich muss ja damit auch nun einschlafen können und leben können. Ne? Ich kann mich nicht instrumentalisieren lassen. Was für eine Rolle haben denn auch so, so Fragen gestellt wie so Moral? Das ist ja irgendwie so ein ganz großes Thema, was immer so schnell abgetan wird. So, ich habe die Meinung oder ich habe die Meinung und das ist richtig und das ist falsch. Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht? Gar nicht so große. Also ich bin der Meinung, das muss jedes Paar, das muss jede Mutter für sich entscheiden, ob sie die Belastung tragen kann. Ich kenne Leute, da würde ich das so unterschreiben, wenn sie sagen, es wäre für mich kein Problem, und andere, da kann ich es total verstehen, wenn sie sagen, für mich wäre das eine zu große Belastung. Letzten Endes muss ja auch, müssen wir ja quasi mit der Konsequenz leben, leben können. Und allein deswegen will man das halt nicht von anderen Meinungen oder anderen Moralvorstellungen abhängig machen. Ist das für Sie komplette Routine oder auch was Besonderes, wenn man so eine pränatale Untersuchung macht? Das Häufigste, was ich habe, sind so Routinesachen. Ganz selten habe ich halt richtig kranke Kinder. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Gang, den man zusammen mit den Patienten geht. Ja, es ist ja nicht so, ich diagnostiziere sie und dann schicke ich sie woanders hin und die anderen werden es schon regeln. Sondern ich habe ja hier die Möglichkeit, halt alles zu machen. Jetzt ist Lilly in der 13. Woche oder
kurz vor der 14., hast du vorhin erzählt. Das heißt, ich weiß jetzt gar nicht, ob deinen Fall münzen, weil bei dir ist ja alles gut. Aber wenn es jetzt bei einer anderen Person eben nicht gut wäre, über die 12. Woche hinaus, was für Möglichkeiten eines Schwangerschaftsabbruchs kommen da überhaupt noch in Frage, weil man ja über den 3. Monat ist? Wir brechen nicht mehr wegen der Feten ab oder der Fehlbildung des Feten, sondern nur noch mütterliche Belastung, psychisch und physisch. Das hat sich das geändert. Eine Frist ist da nicht mehr drin. Das heißt, im schlimmsten Falle könnte man bis zum Ende der Schwangerschaft immer noch eine Unterbrechung machen, wenn die Mutter psychisch und physisch so belastet ist, dass sie mit der Erkrankung nicht fertig werden kann. Wie funktioniert denn sowas? Vor der 12. Woche kann man eine Ausschabung machen. Ja? Nach der 12. Woche ist das Kind so groß und die Plazenta so groß, dass es gefährlich wäre, es mit Ausschabung rauszusaugen oder rauszuoperieren, weil die Gebärmutterwand dann leidet. Und man denkt ja immer an die nächste Schwangerschaft auch. Deswegen müssen die Patienten vorher das Kind eingeleitet, also wird eine Einleitung gemacht und das Kind bekommen. Das heißt aber dann, wenn in der hohen Schwangerschaftswoche das Kind sozusagen, wenn es noch einen Abbruch gibt, dann muss das Kind aber vorher, also es wird dann tot geboren? Ja, wenn es vor der 20. werden die Kinder noch tot geboren, weil durch den Geburtskanal zu gehen ist so belastend für die Kinder, dass die meistens im Geburtskanal versterben. Mhm. Nach der 20. Woche müsste man die Kinder vorher mit einer Elektrolytlösung in Nabelschnur töten. Ich habe mich während der Untersuchung von Lilly die ganze Zeit gefragt, was ich eigentlich machen würde. Also wenn herauskommen würde, dass mein Kind eine Behinderung haben könnte. Und ich glaube, das geht nicht. Also man kann da noch so viel drüber nachdenken. Wenn man die Entscheidung nicht treffen muss, ist es unendlich schwer. Und ich habe mir dazu mal Zahlen angeschaut hier in Deutschland. Letztes Jahr gab es 100.000 Schwangerschaftsabbrüche. 3.000 davon waren Spätabbrüche, also zwischen dem 4. und 9. Monat. Unter anderem halt, weil ein Kind eine Behinderung haben könnte. Ich spreche da jetzt mit Nathalie drüber. Ich bin hier gerade in Bonn und die sieht das Thema relativ kritisch. So, hier. Hallo Nathalie! Hallo! Freut mich, dich kennenzulernen. Ja. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ah, ja. Ich bin Michaela. Hi, freut mich. Die Mama, richtig? Genau, die Mama. Perfekt. Hier machen unsere Redaktionen. Ah, okay, also hier arbeitest du. Genau. Ja. Und dann sind hier quasi so die Plätze. Genau, dann versammeln wir uns. Was ist dein Lieblingsthema? Mein Thema Baby. Baby? Ja, und das Pränataldiagnostik. Oh, darüber reden wir heute, über Pränataldiagnostik. Ja. Ja. Und guck mal, alle Hefte sind weg. Ausverkauft. Ja, das stimmt. Wollen wir mal rübergehen? Ja. Deine Mama ist ja auch da. Richtig. Mit der unterhalten wir uns heute nämlich zu dritt. Ich glaube, Nathalie, du kannst ja auch hier. Das sieht ja nach sehr viel Arbeit hier aus. Du hast damals Angela Merkel die Frage gestellt, was halten Sie von Spätabbrüchen? Ein Baby mit Down-Syndrom darf bis wenigen Tagen vor der Geburt abgetrieben werden. Dieses Thema ist mir wichtig. Ich will nicht abgetrieben werden, sondern auf der Welt bleiben. Was würdest du sagen? Ich würde Abbrüche finde ich schon schlecht, dass die uns abtreiben wegen einer Behinderung. Und was wünschst du dir? Ja, ich wünsche mir, dass es ja weniger Abbrüche gibt. Michaela, du bist ja auch in dem Thema drin, weil ihr wahrscheinlich viel darüber sprecht. Wie ist deine Haltung dazu? Ich bin da natürlich subjektiv. Ich habe eine Tochter mit Down-Syndrom und ich bin in dem Thema nicht erst, seit sie auf der Welt ist, sondern wir haben uns natürlich damit beschäftigt, als ich schwanger war. Ah, du wusstest das? Nein, ich wusste das nicht, aber man trifft ja die Entscheidung, macht man die Untersuchung oder nicht. Damals war das noch ein bisschen anders. Damals gab es nur Hinweise im Vorfeld und man hätte eine Fruchtwasseruntersuchung machen müssen. Wir haben uns damals komplett dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, wir möchten nicht vor die Frage gestellt werden und es bringt uns auch eigentlich keine verwertbare Information. Von daher finde ich Spätabbrüche natürlich erstmal nicht gut, würde mir aber nie anmaßen, über Frauen oder Familien, die sich dazu entscheiden, in irgendeiner Art und Weise ein Urteil zu fällen. Sprecht ihr zu Hause viel über das Thema Spätabbrüche? Ja, das ist ja schon ein wichtiges Thema, was die auch betreffen. Mhm. Und das heißt, dann diskutiert ihr auch? Ja. Seid ihr euch grob versammeln?
Seid ihr euch da immer einig oder gibt es da auch Diskussionen? Ja, das auch. Warum? Ja, da ich jetzt im Vergleich jetzt auch einen Freund habe, da das auch wichtig ist. Mhm. Genau, du überlegst auch, wie das für dich später mal sein wird, ganz oft. Ja, mit Trisomie 13, 18. Genau. Okay. Das sind ja andere Formen von Trisomien. Richtig? Ja, genau. Was würde das bedeuten? Dass die da halt keine Lebenserwartung mehr haben, die sterben. Ich glaube, die Claire möchte gerne wissen, ob du findest, dass man dann einen Späterbruch machen darf. Nee. Du beschäftigst dich da sehr intensiv mit, wie das ist, wenn du mal ein Kind hast, wenn du mal ein Kind erwarten wirst, ne? Ja. Und du möchtest ein Kind haben? Ja. Das, was die Geburt doch wirklich auch überlebt. Mhm. Machst du dir da Sorgen drüber oder bist du eigentlich ganz entspannt? Ja, eigentlich schon Sorgen um den Tod. Mhm. Gibt's irgendwas, was du noch unbedingt sagen möchtest? Nee, das war's. Das war ja auch. Ich brauche noch Kekse hier in meinem Zimmer. Ich erlöse dich, du kannst jetzt zu deinem Freund und essen gehen. Oh gut. Okay. Aber wir bringen ihn noch zur Tür hierher. Das wäre total nett. Tschüss, bis bald. Tschüss, danke schön. Danke euch. So, Zeit für ein Fazit, das ich irgendwie gar nicht wirklich ziehen kann, weil ich nicht darüber urteilen kann, ob richtig oder falsch. Ich habe jetzt drei völlig verschiedene Positionen kennengelernt, die total individuell sind. Also wirklich so individuell wie auch die Entscheidung, ob man sich für oder gegen einen Spätabbruch entscheidet. Ich finde es einfach nur wichtig, dass wir nicht pauschalisieren. Also jede Frau bzw. jede Person hat irgendwie das Recht, über den eigenen Körper zu entscheiden und auch eine Entscheidung zu treffen. Und die sollten wir eben nicht verurteilen oder bewerten. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ansonsten gibt es hier ein Video von meinem Kollegen Marspet zum Thema, wie ist es eigentlich, mit einem Geschwisterkind aufzuwachsen, das Down-Syndrom hat. Schaut es euch gerne an.